Die kantigen, aber auch die Sachen, die Wildgeruch haben. Bleibt erschütterbar. Freiheit und Brüderlichkeit, alles Scheißhausparolen. Eh dein Kopf zum Totenkopf erkaltet, bleib erschütterbar, doch widersteh. Die uns Erde, Wasser, Luft versauen, Fortschritt, Marsch mit Gas und Gott vertrauen, ehe sie dich eingemeinden, ehe du im Strudel bist. Peter Rühmkorff in seiner Arbeitsklause in Hamburg-Övelgönne. Hier lebte der Sprachvirtuose, hier schrieb er seine unnachahmlichen Gedichte. Der feinfühlige, überzeugte Linke, der immer kritisch bleiben wollte, mit sich, mit der Welt. Ein Mitglied der Gruppe 47, Büchner-Preisträger, Querdenker. Sein Leben, für ihn selbst so etwas wie eine Versuchsanordnung. Was mir vorschwebte, dass man das eigene Ich als Versuchsperson in die Welt schickt und gleichzeitig als Kameraauge darüber schwebt und es beobachtet und gleichzeitig das Objektiv zum Subjekt mitstellt. 2005, der letzte große Auftritt, der Dichtergipfel in Lübeck mit Günter Grass und Hans Magnus Enzensberger. Die größten Lyriker Deutschlands auf einer Bühne, der Höhepunkt einer Dichterkarriere. Rühmkorff, wie immer so empfindsam wie selbstironisch. Betrifft Rundfrage, Grundfrage. Die Frage nach dem Sinn kennt keine Ruhe. Wohl weiß ich, dass ich bin, doch nicht wozu. Trotzdem behaupte ich, die Welt alleine, ich meine ohne mich, das wäre noch keine. 10 Jahre zuvor. Rühmkorff veröffentlicht diese eigene Welt, sein Tagebuch. Der feinfühlige, prägnante Dichter schreibt ungewohnt offen über sein Seelenleben, seine Gedanken, seine Arbeit. Das Tabu 1 ist ein Erfolg bei Kritikern und Publikum. 20 Uhr abführen, Zäpfchen ins Arschloch, beizend wie ein Alaunstift und dann stundenlang das Befürchten, es könnte der letzte große Reiz in diesem Leben gewesen sein. Schlaftabletten. Und anschließend Traum und teilnahmsloser Schlaf bis 5 Uhr morgens. So ein Outing muss man machen als Tagebuchschreiber. Ich bin nicht dafür, meine ganzen Privatgeheimnisse mit allen Betroffenen zu meinen und dieser anderen Leute Lebenszeiten zu veröffentlichen. Und insofern hat man eine redigierte Fassung vor sich. Aber auch auf diesem mittleren Level der Wahrheit sollte man sich doch mit einigem Freimut bewegen und nicht sich so in so einen Sperrholzkasten einschließen. Rühmkorff lässt nichts aus. Weder Fremdgehen noch Tabletten und Alkoholkonsum. Woran, an welche Stunde ich mich erinnere, ich war immer besoffen. Man darf sich weder blöd trinken, noch darf man sich doof rauchen mit Hanf. Es gibt dann Zustände, wo man selbst genügsam in sich herumrollt. Darum geht es nicht, sondern es geht um eine Befeuerung der inneren Geister. Und das Beste ist natürlich, wenn man die guten Sachen, die einem dann einfallen, auch gleich mit zu Papier bringt. Das heißt, es sind Zustände, die mir geeignet scheinen, Sternschnuppen zu fangen. Bloß die Sternschnuppen möchten am nächsten Tag dann natürlich auch auf dem Papier stehen. Abtrunk. Schnappst du mein Brennglas, indem ich mich sammle, verliere, was lese ich auf deinem Grund? Ob ich den Schädel zack, wumm mit einer Kugel plombiere, oder geht's noch mal rund? Schlimmer sind, die schon bei 30 mit sich herumhüten, der laufende Leichenzoo. Fahr ich hoch aus dem knirschenden Joch mit ununterkriegbaren Sinnen. Ich widerspreche, ich wetterleuchte noch, konquistadorisch nach innen. Und das besser.
Er saugt die Welt in sich ein, verarbeitet sie nicht nur in seinen Versen. In seinem Tagebuch erschrickt Peter Rühmkorff oft über seinen eigenen Fernsehkonsum, seinem Fenster zur Welt. Unnachgiebig beschreibt er sich als Zuschauer und das, was er dort sieht. Modest, bescheiden, wie Sie sind. Das Tagebuch hat multiple Funktionen. Das Tagebuch ist ein Tränenkrüglein, das Tagebuch ist eine mnemotechnische Grappelkiste, das Tagebuch ist ein Steinbruch für künftige Gedichte oder Romane, das Tagebuch ist eine Squashwand, von der die Bälle nur so abprallen, das Tagebuch ist ein Racheinstrument, das man benutzt, um den Feinden ans Leder zu kommen, denen man praktisch nicht rankommt. Ich finde dieses Buch als unerträglich, unerträglich, unerträglich. Den Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky hält er für einen Exorzisten, der der Unterhaltung opfert. Aber auch Dichterkollegen lässt Rühmkorff nicht aus. Peter Handke nennt er verwöhntes Kerlchen, das seine Gereiztheiten als innere Verwerfungen ausstellt und menschenverachtend. Und Martin Walser ist für ihn eine gesamtdeutsche Dröhntüte, die pastoses Zeug wie aus der Mayonnaise-Tube ablässt. Sie alle gehörten zum Umfeld der Gruppe 47, einschließlich Peter Rühmkorff. Er schimpft nicht über irgendwen, sondern über alte Weggefährten. Und da gehört Marcel Reich-Ranitzky ebenso dazu wie Peter Handke. Peter Rühmkorff, ein linker Dichter, der jede Institution kritisch hinterfragte. Nun der Affront gegen die Arschpauker der Poesie. Rühmkorffs Erfahrungsbericht über Lyriklesungen in deutschen Universitäten erregte linke Gemüter. Herr Rühmkorff, was steht hinter solchen Worten, vor denen ich erschrecke? Unter dem Firmenschild des Musentempels integriere sich das Nachrichtenmagazin in ein System von niederster Markthörigkeit und blödester Erfolgsvergötzung. Sie haben auf der einen Seite einen Kulturbegriff, der mir alles, was je bisher Kultur hieß, aufweichte. Auf der anderen Seite interessieren Sie sich aber an Kultur gezielt, immer dann, wenn Kultur Randerscheinungen erzeugt, die mit Kultur eigentlich nichts zu tun haben. Am 25.10.1929 wurde Rühmkorff in Dortmund geboren. Er wächst bei Stade in Niedersachsen auf. Dann kommt der Krieg und sein erstes politisches Gedicht über Hitler. Werft an die Motoren, gebt Holzgas hinein. Der Krieg ist verloren, für Hitler das Schwein. Verloren hatten auch die Soldaten, mit denen er am Kriegsende konfrontiert wurde. Die waren völlig zerschossen, den vierten Arme, Beine, Gesichtsverletzungen. Und die wurden uns dann als leuchtende Beispiele vor Augen geführt. Wir konnten aber noch nicht offiziell von Amts wegen eingezogen werden, sondern nur aufgrund von freiwilligen Meldungen. Und dann ging unser Lagerleiter Goethe die Front ab und fragte freiwillig, jawohl, freiwillig, jawohl, freiwillig, jawohl. Und das kam nun wirklich wie Granateinschläge immer näher und näher an mich ran. Und ich hatte verflucht noch mal keine Lust, für diesen Popanz zu fallen. Und da bin ich einmal in meinem Leben wirklich mutig gewesen und habe Nein gesagt.